Das touristische Leben findet auf der gegenüberliegenden Seite, am Westufer, statt. Daher auch der Name Sponda Grassa, das fette Ufer. Hier verdient man sein Geld mit dem Fremdenverkehr. Bootstaxis, Hotelpaläste und exotische Gärten wetteifern um die Gunst der Besucher im alten piemontesischen Kurort Stresa. Das Grand Hotel des Îles Borromées war 1863 die erste große Luxusherberge am See. Queen Victoria, Clark Gable und Churchill übernachteten einst hier. Elena Tosi ist die Hausdame des Hotels. Ich bin seit 21 Jahren im Hotel, da gehöre ich fast schon zum Inventar. Ich verteile hier die Arbeit an die Zimmermädchen und Gepäckträger. No, 3,50 e 51, sono arrivate ieri. Sì, ma dove sono andate ste stufe? Für einen besonders verfrorenen Stammgast ist sie gerade auf der Suche nach Heizkörpern. Ciao. Magari adesso già si ferma a vedere la 554. Vielleicht schaut ihr erstmal auf Zimmer 554. La 450 c'è un letto di supplemento, l'ho segnato, vero? Sì. Ok, perfetto. Avete trovato le stufe in giro o no? Habt ihr eigentlich die Öfen irgendwo gefunden? Wo sind die denn abgeblieben? Nach einem seiner berühmtesten Gäste hat man die Suite im ersten Stock benannt. Hemingway war hier zu Gast, in diesem Zimmer. Die Bäder dazu sind ziemlich groß. Für die Zimmermädchen eine Menge Arbeit. Die Suite hat gut 240 Quadratmeter. Diese Suite wird häufig von arabischen Prinzessinnen gebucht. Die Zimmer haben alle Verbindungstüren. In diesem Raum schläft dann meist das private Dienstpersonal. So steht ihnen alles zur Verfügung. Auf der Privatterrasse der Suite hat Hemingway an seinem Roman In einem anderen Land geschrieben. Im Sommer, wenn alle Geranien blühen, ist es hier wunderschön. Das Einzige, was stört, sind die Blütenblätter, aber so ist die Natur nun einmal. Elena Tosi ist weiter auf der Suche. Entschuldige bitte, niemand kann mir sagen, wo diese Heizkörper geblieben sind. Es waren 8 Stück am Anfang der Saison. Jetzt sind es nur noch 2? Non ci sono più, io ne ho trovate 2. Io quando le avevamo ritirate erano dentro uno sgabuzzino qui dopo. Infatti, non ce n'è. Io non so. Langsam wird die Zeit knapp für die Hausdame. Cosa le servono le stufe? Perché adesso arriva una cliente. Die Öfen brauche ich für eine Dame. Sie kommt seit mehr als 30 Jahren. Und sie besteht auf Heizöfen, denn sie friert immer, sogar im Sommer. Quindi io devo trovare assolutamente 2 stufette. Io ne avevo 8. Due le ho lasciate ieri a un'altra cliente. Jetzt muss ich unbedingt noch 2 Öfen auftreiben. Es ist einfach unmöglich. Niemand weiß, wo sie sind und ich komme nicht weiter damit. Non so niente. È impossibile. Io ho cercato dappertutto ieri, non sono riuscita. Auch ihrem Chef, dem Hoteldirektor, liegt das Wohl der Gäste am Herzen. Gianluigi Mariani ist in der 3. Generation Hotelier. Wenn Sie sich hier mal umschauen, sehen Sie, alle Stuckaturen sind Originale. Die gesamte Ausstattung ist dem Stil der Belle Époque nachempfunden. Wir wollen damit zeigen, dass es bei uns um ein Lebensgefühl geht. Nicht nur um Mauern, ein Bett oder eine Matratze. Eine private Matratze wird aus dem Lager geholt.
Sogar die verschwundenen Heizkörper hat Elena schließlich wiedergefunden. Für ihre anspruchsvolle Stammkundin scheut die Hausdame keinen Aufwand. Selbst das Bettlaken ist von Hand gebügelt. Elena, ma perché dovete cambiare il materasso? Perché a lei è il suo materasso personale. Die Signora hat ihre eigene Matratze. Sie ist eine wirklich sehr spezielle Frau. Es ist schon passiert, dass wir alles hergerichtet haben und im letzten Moment hat sie uns abgesagt. È già capitato altre volte che abbiamo fatto tutto questo, poi lei all'ultimo magari non viene. Normalmente io scrivo sul computer. Normalerweise halte ich in meinem Computer alle Vorlieben der Gäste fest. Aber bei dieser Dame weiß ich jedes Detail auswendig. Wir haben hier extra Lautsprecher, denn sie ist der Meinung, der Fernseher sei zu leise. Auch der Salon ist ganz nach ihren Wünschen vorbereitet. Ein großer Fernseher, ihre Mikrowelle und ein Kleiderständer. Der Tourismus spielte sich schon immer überwiegend auf dieser Seeseite ab. Wir verdanken das der Staatsstraße zum Simplonpass. Die führt direkt an uns vorbei. Napoleon hat diese Straße bauen lassen. Später wurde der Simplon-Eisenbahntunnel eröffnet und in Stresa hielt sogar der Orient-Express. So entstand letztlich das Bild vom fetten Ufer. Es gab genug Geld und reichlich zu essen. Weit ab vom Glanz vergangener Zeiten, am mageren Ufer des Lago Maggiore, findet sich im Val Vedasca das kleine Bergdorf Monteviasco. Über Jahrhunderte war der Ort von der Welt fast völlig abgeschnitten. Bis heute führt keine Straße dorthin, nur ein alter Maultierpfad. ...1400 Stufen geht es hinauf in das alte Bergdorf. Für die Carabinieri Alessandro Volpini und Giampaolo Paolocci gehört Monteviasco zum Einsatzbereich ihrer Dienststelle. Das gehört zu unserem Dienst. Zweimal die Woche kommen wir hier hoch. Wir bringen meist Lebensmittel mit. Nudeln, Eier, Mehl oder Milch. Manchmal liefern wir sogar die Post. Der Briefträger gibt sie direkt bei uns in der Kaserne ab. Sogar die Rechnungen zahlen wir manchmal für die Bewohner. Dann müssen sie nicht runter bis ins Tal.